Hi. Ich bin soweit, genau. Sehr gut. Ja, laufe. Meine Kamera läuft auch. Wenn ich drüber nachdenke, ob ich mich selber schön finde, würde ich an 20 Tagen sagen, nein. Manchmal finde ich mich gar nicht schön. Es gibt Phasen, wo ich mich nur mit Make-up schön finde. Weil ich einfach meine Beine nicht so mag, weil ich ein bisschen stärkere Waden habe. Also ich habe 180 Kilo gewogen und wiege jetzt 85 bis 90, das schwankt bei mir. Und wenn ich an mir runter gucke, das ist einfach ein Körper, der von der Erstörung gezeichnet ist. Es gibt Momente morgens, wo ich in den Spiegel gucke und mir denke, oh mein Gott, du hast die schlimmste Nase auf diesem Planeten. Was ich wirklich ändern würde, sind meine Knie. Das würde ich zum Beispiel wegmachen lassen. So, du siehst das hier. Das ist einfach ein zerplatzter Ballon. Ja, kleine Brüste. Vor allem, wenn halt die Männer dann auch ab und zu Bemerkungen dazu machen. Ab hier ist da nichts schön. Also, und das wird auch nicht mehr schön. Also der Körper verzeiht die Essstörung nicht. Man versucht schnell, seine eigenen Schwächen zu verstecken. Wenn ich denke, dass ich bald 60 werde, ist das eine gruselige Vorstellung. Ich hatte noch nie einen Freund. Mit 36 habe ich noch nie jemanden geküsst. Und zwar haben wir eine Reihe von Frauen Bilder von dir gezeigt. Oh. Und das würde ich dir jetzt ganz gern zeigen. Also ich sehe auf allen Bildern eine sehr zufriedene und glückliche Frau, zumindest suggeriert das Lächeln das. Ich finde, die hat super schöne Wimpern. Also das, was bei mir selbst immer auffällt, ich würde gerne meine Wimpern auch immer so hoch bekommen. Das sieht bei ihr super, super schön aus. Der Ton ihrer Haut gefällt mir sehr gut. Er sieht sehr gepflegt aus, eine sehr weiche Haut. Also diese Frau sieht für mich sehr interessant aus. Unglaublich viele und coole Tattoos. Nichtsdestotrotz wirkt sie aber sympathisch. Früher haben die Leute ja gesagt, so ja, ich wirke irgendwie aggressiv und böse und so. Also sie hat halt eine gute Figur. Genau, und ich finde auch, dass die Beine sehr schön sind, muss ich sagen. Man sieht ja jetzt so ein bisschen auch von den Waden. Gute Figur. Ich sehe in ihr sehr viel Wärme. Deswegen glaube ich, dass Leute gerne mit ihr Zeit verbringen. Ich heule gleich, das ist total lieb, was sie sagen. Hat, ich würde sagen, keinen medienidealen Körper so. Das sagt mir direkt, dass diese Frau deutlich dickere Eier hat als ich. Ich bin ziemlich sicher, dass sie ohne Schminke auch total schön aussieht. Gerade auch dadurch, dass sie eben so eine super schöne Nase hat, total tolle Gesichtszüge. Also sie hat einfach ein unfassbar schönes Gesicht. Oh. Also ich würde sagen, zum Alter so Anfang 40. Alter Anfang 40? Ich glaube, die sagt, was sie denkt. Was nicht heißt, dass die schon immer so war. Vielleicht hat sie sehr viel durchgemacht und musste erst so ein Selbstbewusstsein entwickeln. Aber ich kann immer von Leuten lernen, die sich was trauen, denn ich traue mich nicht unbedingt. Ich mich oft auch nicht. Krass. Ja, jetzt schon ein bisschen weiter. Da geht man ja mit einem ganz einen halben Meter größer hier aus dem Raum raus, als ich reingekommen bin. Ich habe das Gefühl, dass die tatsächlich alle ehrlich sind. Und das berührt mich. Also das finde ich schon ganz schön lieb. Was ich super interessant fand, alle Sachen, die ich gerade an mir bemängelt habe, waren Sachen, die andere Frauen eher schön an mir fanden. Ja, dass die Leute so positiv geredet haben. Also das bin ich eigentlich nicht gewohnt, weil ich glaube, wie gesagt, die Leute, sorry. Ich habe gerade gesagt, meine Beine, und da sagte einer, dass ich schöne Beine habe. Jetzt gerade fühle ich mich ziemlich dumm, weil ich mich oft so hasse. Und das müsste mehr gemacht werden, dass man, wenn man jemanden nett findet und so, dann kann man das auch ruhig sagen. Mich hat überrascht, dass Schönheit über was anderes definiert wird, dass sie mich alle, dass sie mehr in mir gesehen haben als ich.